Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel namens Robocraft. Viele von euch kennen es wahrscheinlich schon, muss ich. So. Sollten es von euch kennen, dieses Spiel, denn es ist ein tolles Spiel. Es kam jetzt lange kein Terrarium und es wird auch kein Terrarium mehr kommen in näherer Zukunft. So viel kann ich schon mal verraten. Ob ihr das gut oder schlecht findet, ist mir egal. Nein, mein Schatz. Aber ihr hört vielleicht, ich bin ein bisschen erkältet. Und Moment. So. Und deswegen, normal hätte ich bereits am Moment, warte. Wochenende ein Part locker gebracht. Habe ich aber nicht. Da ich keine Lust hatte, wenn ihr mich so hört, wie ihr mich gehört hättet, wenn ich es getan hätte. Jo, genau. Hat einfach daran gelegen, dass ich krank war, beziehungsweise krank bin. Ich war nicht direkt so krank, aber ich war halt ein bisschen krank. So ein bisschen krank halt. Und meine Stimme war halt echt im Arsch, ja. Das wollte ich echt keinem von euch antun. Nun gut, wir sind jetzt hier in Robocraft, weil ich habe meinen neuen PC jetzt. Darüber werde ich auch in einem der nächsten Videos oder vielleicht schon in diesem Video reden, keine Ahnung. Wie der so aufgebaut ist und die Leute, die sich vielleicht auch ein bisschen mehr auskennen als nur i3, i5, i7, sondern vielleicht i3, 320, nein, warte, 3220, genau. Denen wird das aber sagen, was ich dann sagen werde über meinen PC. Von einigen meiner Zuschauer weiß ich allerdings, dass die das nicht wissen. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber ich glaube, die Leute wissen, wen ich meine. Aber ist ja auch nicht schlimm, ist ja auch nicht schlimm. Ja, ich labere hier nur wieder Scheiße, klar. Wir haben jetzt hier unseren Roboter. Heißt Greenwing. Auch schon, ne? Ja, Greenwing. Die anderen haben wir noch nicht gemacht. Also, der ist jetzt auch noch nicht gut oder so. Sag, wie viel ist der wert? 11.000, aber der wird ja, glaube ich, was abgezogen. Also ich bin noch nicht gut, aber ich bin... Ich finde der Roboter, ich hab's schon schlechter. Ich habe schon relativ viel an meinen Roboter rumgebaut. Da drin befindet sich der übrigens, der... Der sitzt da. Nur für die Leute, die das wissen wollen. Und dann gehen wir auch direkt mal in Battle Mode. Um ein bisschen was wegzusnacken. So. Genau. In Hoffnung, es geht gleich los. Ja, es geht natürlich gleich los. Ah, wir haben zwei Premium-Users drin. Sehr schön. Und sehr gut. Ich habe meinen Roboter gar nicht ein bisschen erklärt. Das Panzer, wie viele schon bemerkt haben. Ich habe ja auch so zwei Schilde, die eigentlich total nützlich sind und ich sie eigentlich nur dran gebracht habe, weil sie cool aussehen manchmal. Weil sie schützt jetzt nicht so wirklich viel hinten, schützt das ist so okay. Tyhonium Canyon has begun. Aber gut. So. Erstmal die Map ein bisschen größer machen, habe ich irgendwie lieber. Your fusion shield is now active. Und ich habe halt hier vier von diesen Railguns drauf. Das hat mir. Das war schweineteuer, weil eigentlich glaube ich 2600 kostet und ein bisschen was. Aber das ist Pillepalle. Das heißt, wir haben zwar über 10.000 Coins. Dieses Coins, ach egal, diese grünen Teile, ihr wisst, was ich meine. Oder eben auch nicht, in diesem Spiel geht es darum, für die Leute, die das Spiel nicht kennen, mit einem Roboter gegen andere Roboter zu fighten. Ich muss halt diesen Turm im Crystal von den Gegnern zerstören. Sagt mir so eine nicht so nette, ziemlich nervende Frauenstimme, dass mein Proton mir Charakter angegriffen wird. Ach du Scheiße, bin ich dumm. Ich sollte. Real Tanks, Mann. Ich gucke, dass ich den Real Tank kriege. Nein, hau ab, auf. SMG Cruiser, Mann. Scheiße. Aber ich krieg dich noch, ich krieg dich. Mano.
da nicht noch einer. Das ist doch schade. Naja, gut. Und eben andere Gegner zerstören, genau. Muss. Digga, der will noch den drauf. Ich bin relativ offensiv hier dran. Also ich kenne ja Leute, die nicht defensiver dran sind. Boom! Kill! Okay. Gehen wir mal zum Preacherman durch. Gehen wir mal da durch. Na klar, ist da einer. Ist mir jetzt aber auch egal. Hm. Naja. Bin so gut wie tot, würde ich sagen. Ich glaube, egal. Ich wollte eigentlich nicht zurückschauen. Aber ist egal. So, ja. Was wollte ich noch sagen? Ich würde das Play auf jeden Fall wieder von Tony merken. Die Vitalität, was ich einiges gesteigert habe. Und da komme ich ja nicht. Ja, ich komme zu meinem PC. Früher hatte ich. Ich wollte einfach nichts sagen, weil es sich ja noch was geändert hat. Nein, im Nachhinein. Und ich nicht wollte, dass ich sage, oh Gott, er hat 980 GDX und i7-5960X und keine Ahnung, damit es doch nur eine 960 i5-4460. Wollte ich halt auch nicht. Deswegen habe ich lieber gar nichts gesagt und kann jetzt prahlen. Okay. Früher hatte ich. Also, was ist früher? So lange ist es noch gar nicht her. Naja. Vor diesem PC jetzt hier hatte ich einen PC von Medien, ein i3, ein PC mit einem i3-3220M, einer Nvidia GeForce GTX 650, von welchem Hersteller weiß ich gerade nicht. Hi, Kill. ich freue mich immer über Kill, so göttlich mega. Ich weiß es nicht. Naja, ist egal. Und ich hatte 4 GB Arbeitsspeicher, ein schrottiges Mainboard, weil an sich für 500 Euro war das ganz okay, der Rechner, aber er hat halt ein schrottiges Mainboard, und wenn man ein schrottiges Mainboard hat, dann bremst es halt mal den kompletten SMG PC aus, das ist halt ein bisschen kacke. Hm. Komm in die Rand, ne? Ach du Scheiße, das ist ja meiner. Oh Gott. Alter, ich bin wieder Klugheitsgrad over 9000, würde ich mal sagen. Ja, deswegen geht's. Naja. Ja, ist ja sogar relativ logisch. Naja, gut. Und, genau. Netzteil, keine Ahnung. Und ein Boxkühler. Und jetzt, was habe ich jetzt für einen PC? Ich habe einen PC mit dem Fractal Design Define R5 Gehäuse ohne Sichtfenster. Und das ist ein geiles Gehäuse, so schlicht, aber ich feiere das so. Andere Leute finden das so mega kacke, aber ich finde das einfach mega cool. Und ein Prozessor, der i7-4790. Aha. So wie ein williges Mainboard mit dem Chipsatz Z97. Das ist eins von Gigabyte, ja genau, Gigabyte. Das ist Z97, Dinger. Ja, genau. Und was habe ich noch drin? Ich habe 16 GB DDR3 Arbeitsspeicher mit einer CL9er Latenz, ja. Wow, viele Brems. Finde ich gut. Ist eigentlich immer so oder ist es heute? Ist es nur so speziell? Nur für bestimmte Zeit. Weil ich spiele ja erst seit ein paar Tagen. Und das weiß ich nicht. Ich
nehme immer noch mit OBS auf, aber wie gesagt, die Qualität ist um einiges besser. Und jetzt zur Grafikkarte. Eines der wichtigsten Sachen überhaupt. The battle for Hellion Crater has begun. Ja gut, Prozessor ist auch extrem wichtig, okay, aber... Grafikkarte ist auch sehr wichtig. Ich habe... eine. Also hätte ich es euch in dem Terraria-Part gesagt, wäre es gewesen die GTX 960. Und jetzt habe ich eine GTX 970. Ich weiß, da gab es einige Skandale drum um die Grafikkarte, aber ich finde die Grafikkarte toll, die passt. Die ist super echt. Ich habe die auch in Minecraft getestet. Ich habe so 400-500 FPS. Jetzt nicht so die Welt für den. Diese für so eine gute Grafikkarte. Aber ich habe dann mal Specs 512x512 reingemacht und er hat da einfach immer noch 400 bis 350. Das heißt, die FPS gehen auch relativ schwer runterzugehen. Das ist mir dann ach du Scheiße. Ist mir dann egal. Somit. Und von daher. Ja, auch ganz geil. Des Weiteren. Ja, was habe ich eigentlich noch drin? Ja, ich habe eigentlich schon alles erzählt. Es wird jetzt eine kleine Umstellung auf meinem Kanal geben. Es wird nicht nur Terraria geben. Wie gesagt, ich konnte eben Terraria nur aufnehmen, weil ich eben... Mensch, ist innen drin, ne? Your plutonium reactor is under attack. Level 16, yay. Nicht schlagen wir noch. Ich kann gerade nicht angreifen. Ach du Scheiße, ist ja alles voll von Roten. Your plutonium reactor is under attack. Nein, was? One hit, Alter, one hit. Okay, das war komisch. Egal. Ja gut, von oben war ich vielleicht relativ easy zu treffen. Oder mein Ding da. Also mein Roboter-Reaktor ist unter Attack. Und der PC läuft sehr, sehr gut. Und ich kann mich... Leute, gehst du wieder? Ah, ich bin im Chat, ja. Ich kann mich wirklich... Lol, lass mich heilen. Kann mich... Nicht beschweren, der PC ist mega göttlich, mega geil und ich liebe den PC. Der Plutonium Reactor ist unter Attack. Das ist aber mal Kelle. Alter. Ja, genau. Der Plutonium Reactor ist unter Attack. Komm schon, ich will den Killer haben. Okay. Dann warten wir mal ganz kurz und können unsere Base ein bisschen verteilen. Nein! Okay. Your fusion shield has been deactivated. Na ja, gut. Und der PC läuft super gut und ich bin super zufrieden. Es wird Minecraft kommen? Ja. Und zwar ziemlich viel. Es wird Robocraft kommen? Ja. Auch mal die eine oder andere Folge. Es kann sich natürlich noch was ändern. Aber die Folge wird vielleicht heute schon kommen. Weiß ich noch nicht. Heute ist Dienstag. Mal sehen, wann die Folge kommt. Heute ist der Spaß. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Mal sehen, wann sie kommt. Ah, sehr schön. Dich habe ich gleich. Will SMG. Der Plutonium-Reaktor ist unter Attack. So. Ja, gut. Sehr schön, endlich mal. Ein Kiel. Your plutonium reactor is under attack. Ja, okay. Unser plutonium reactor ist echt ganz schön. In der Klemme. Ja gut, dann lass mich gleich töten. Oder versuche einfach noch mal ein bisschen was zu reißen. Und dann geht es schon. So. Es werden Robocraft, Minecraft und was war das dritte Spiel? Need for Speed Pro Street will ich auf jeden Fall bringen. Ich weiß nicht, mir macht das extrem Spaß, wenn es euch auch nur ansatzweise irgendwie gefällt, würde ich das wirklich gerne öfters bringen, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich es eigentlich noch ein oder zwei? Zwei.
von den Teilen habe ich noch. Okay, sehr schön. Ja, dann kann ich dem doch, ehrlich gesagt, ganz ordentlich Damage machen. Oh, du Scheiße. Bleib weg, bleib weg, bleib weg. Ja, genau. Ist klar. Übertreib. Mann. Egal. Na gut, dann müssen wir jetzt eine Minute warten. Eigentlich will ich das Ganze runterkacken. Also vielleicht ist es jetzt gekackt, vielleicht nicht. Ich sag einfach die nächsten 40 Sekunden nichts mehr. Ich hoffe, ich kann's kacken. Und da habt ihr jetzt vielleicht auch schon die erste Neuerung gesehen. Und zwar cutten. Ich werde meine Videos allerhöchstwahrscheinlichst, wenn ich es irgendwie gebacken bekomme, cutten. Jetzt nicht so Schnitt SG oder keine Ahnung was, cut it, bro. Ja, auf jeden Fall nicht so. Da ich möchte schon, dass diese Scheiße. Danke. Plutonium Reactor ist under attack. Genau. Also, nochmal cutten. So, und das sind wir wieder. Plutonium-Reaktor ist unter Attack. Wir müssen natürlich mal Gas geben bei unserem Plutonium-Reaktor. Your plutonium crystal is nearly destroyed. Bitte weg. Ja, ich werde es hoffentlich alles schön gekackt hinkriegen. Das ist echt ein bisschen blöd. Your plutonium reactor is under attack. Hab ich mal, kriege ich hin? Nein, der ist zerstört. Your plutonium reactor is under attack. Will ich eigentlich nicht. Will ich nicht. Relativ weit down. Naja, ich hoffe, ich kriege das alles gecuttet hin, aber ich denke mal schon. Ich weiß, welches Programm mir da empfehlen könnt. Keine Ahnung. Ja, da hätte ich gesagt, sehen wir uns wieder nach dem Cut oder eben nicht Cut. Ich hoffe, ich krieg's hin, wenn nicht, spult einfach vor. Wieso reiß ich eigentlich gerade nichts mehr? The enemy plutonium crystal is nearly destroyed. Cut. Gut, wir sind jetzt wieder zurück, weil die letzte Schlacht wurde dann in der Response-Zeit noch beendet. Und da habe ich ehrlich gesagt, war es auch von dem Part. Ich werde auch noch andere Projekte jetzt mal aufnehmen, werde mir auch die Aufnahme mal angucken, ob die soweit passt. Aber sie wird passen, denn dann ist es Robocraft, ja. Wenn ihr neue Ideen für den Roboter habt, etc., alles Mögliche, ab in die Kommentare damit. Und, ich werde noch nicht, ich werde noch nicht auf Tier 4 upgraden. Ich werde das mal ein bisschen sparen, weil ein Freund von mir, das sich das gestern jetzt auch gegönnt hat. Gegönnt kann man eigentlich nicht sagen, weil es ist ein Free-to-Play-Spiel. Und deswegen bleibe ich erstmal auf Tier 3, fahre ein bisschen und kämpfe ein bisschen und deswegen wird erstmal in der ersten Zeit nicht so viel. Also das ist in der ersten Zeit, die nächste Woche oder so, erstmal nicht so viel. Wir können aber noch ganz kurz unseren Tech-Spiel machen. Das habe ich auf jeden Fall noch vor. Hier oben sind wir durch mit Tier 3, da auch. Da sind wir auch durch. Das hast du noch da. Tier 4, Tier 3, okay, ist das letzte. Dann bin ich. Schon wieder durch damit. So,
ich stoppe das jetzt, beende die Folge und lasst eine positive Bewertung da, wenn euch die neue Grafikauflösung High-End Scheiße gefällt. Ich hab vor, das Teil sogar in 60 FPS hochzuladen. Das ist auch ganz geil. Und wir werden weitersehen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge, Leute. Haut rein und ciao!